guten Morgen, Olli. Ja, gute, schauen wir mal. Gute Freunde kann niemand trennen. Trennen, ja. Gute Freunde sind nie allein. Ja, tja, das habe ich auch gedacht, nicht? Besonders im Zusammenhang mit Borussia Dortmund und Klopp. Und jetzt das Aus, aus. Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballleien sollten jetzt die Daumen drücken. Das ist wie ein Jetzt, Olli, bleib mal auf dem Teppich. Ja. Das Leben geht weiter. Klopp ist eben ein Erfolgsmensch, wie ich übrigens auch. Ja. Der will kein Mittelmaß. Wenn er das wollte, könnte er gleich Minister bei Merkel machen. Ja gut. Sehen Sie mal, Herr Klopp, was Sie angerichtet haben. Ja, alles im Eimer bei Dortmund, das kann ja zu einer Kettenreaktion führen, nicht? Es ist wie so oft im Leben. Ja. Wenn die Waschmaschine kaputt geht, ist am nächsten Tag der Trockner auch am Arsch. Und dann gibt der Fernseher den Geist auf. Ja. Und die von der Leyen kann Shopping Queen nicht mehr gucken. meine Herren, wir verlieren unser Ziel jetzt hier aus den Augen. Es geht ja um den Rücktritt von Jürgen Klopp. Herr Beckenbauer, was halten Sie denn von dieser vorzeitigen Vertragsauflösung? Ja gut, Herr Peralle, Sie wissen doch, man soll die Party verlassen, wenn es am schönsten, am besten ist. Ja. Von daher kommt der Kloppo, ja gut, 2 Jahre zu spät. Ja. 2 Jahre zu spät. Herr Schröder, kann die Politik denn etwas von Kloppos Rücktritt lernen? Ich meine, das waren doch wirklich schöne Bilder. Tränen, alle nehmen sich in den Arm, ganz ehrlich. Ich gehe von der Oscar-Nominierung aus, ne? Nee, lass das mal mit dem Oscar. Ich weiß gar nicht, was er zurzeit macht. Ist mir auch egal. Ja. Zurück zum Thema. Die Politik braucht sich hier, was Emotionen angeht, nicht verstecken, Olli. Wenn ein Politiker zurücktritt, ist das oft ganz großes Kino. Zapfenstreich, Übergangsgelder, hohe Pensionen, Büro in Berlin und. Da kann man manchmal schon weinen. Vor Glück. Meine Herren, dann doch lieber ein kleines Abschiedslied für Jürgen Klopp. Ja. Na also. Arrivederci, Klopp. Du hast den Pott gerockt. Der Letzte macht aus das Licht. Nun mach es nochmal, bevor du nach Hause gehst. Arrivederci, Klopp. Hol dir den Pokalpott. Es wird blöd ohne dich sein, Mann, warst du bekloppt. Oh, arrivederci, Klopp.